Hitlers Kriegsmaschinerie hat einen Blitzkrieg gegen Europa entfesselt. In dieser dunklen Stunde müssen wir mit ganzer Kraft zum Bollwerk gegen die Unterdrückung werden. Der Ansturm der Nazis ist unsere größte Bewährungsprobe. Aber mit unseren Verbündeten werden wir uns ihnen stellen und sie besiegen. This day we set upon a mighty endeavor, a struggle to preserve our civilization and to set free a suffering humanity. Our sons, pride of our nation, lead them straight and true. Their road will be long and hard. Men's souls will be shaken with the violences of war in this hour of great sacrifice. We shall prevail. Paul. Wir haben den 6. Juni 1944. Wenn du das nur sehen könntest, Bruder. Wir stürmen einen französischen Strand, dessen Namen ich nicht wissen darf. Und wir können Frankreich von den Nazis befreien. Aber das Warten gehört zum Kampf dazu. Ich soll also dem Kerl meine Uhr geben und denk so, was zur Hölle kann der denn mit meiner Uhr wollen? Der ist Captain von einem gottverdammten Footballteam. Aber ich habe in der Grundausbildung Freunde gefunden, die alle mit mir im Boot sind. Alle haben Schiss, aber keiner lässt es sich anmerken. Ich habe Sassmann in der ersten Woche gehasst, aber jetzt ist er der beste Kumpel, den ich habe. Er zieht Ärger an. Wenn nicht schon Krieg wäre, würde er einen anzetteln. Abgesehen davon sollten meine Finger noch dran sein für das Foto des Jahres. Styles will ein Fotograf fürs Live-Magazin werden. Sieht ein bisschen aus wie Clark Kent. Außer, dass er blind wie ein Maulwurf ist, wenn er die Brille abnimmt. Aiello ist der Veteran. Aber ganz ehrlich, er ist ein ziemlicher Hinterwäldler. Okay. Machen wir es etwas interessanter. Der heilige Michael, Schutzpatron der Soldaten. Passt auf mich auf seit Kasserin. Sassmann, dreimal in 10 Sekunden. Und er gehört dir. Ich weiß nicht. Oh, nicht den Schwanz einziehen. Mein Mann ist Sassmann. Okay. Warum nicht? Ach, ihr spinnt doch. Ich sag Bescheid, wenn's losgeht. Wo war ich? Ich und meine Jungs, wir mischen uns unter diese Pokerrunde von Football-Schwachköpfen. Mit meinem System konnten die Jungs mir die Blätter der anderen anzeigen. Der Gesichtsausdruck eines Quarterbacks ohne den Pott. Okay? Mhm. Das passiert, wenn du einen Trickser austrickst. Jetzt. Du gehst baden, verdammt! Aiello hatte Kraft für 2 Männer. Da sagt man, gib Juden nicht die Hand. Letzte Nacht klang das aber anders. Und war engstirnig wie 6. War eh nur ein blödes Schmuckstück. Aber wirklich schick. Ja, ich hol mir einfach ein besseres. Eine echte Trophäe, wart's ab. Na dann viel Glück. Oh! Na los, Besprechung um 1800. Ich regel das schon, Daniels. Halt dich einfach an mich. Die Besprechung fängt an. Was zur Hölle treiben Sie hier? Dann ist da noch Sergeant Pearson. Ein echter Schatz. Sie sind was Besonderes, was? Wollen Sie die Deutschen zum Tanz einladen? Nicht unbedingt, Sergeant. Swing liegt denen nicht. Vorsichtig, Sassmann. Mir nach. Ganz offensichtlich habe ich eine Glückssträhne. Was auch passiert, bleibt nah. Erst die Normandie, dann der Rhein. Wir schaffen das, Daniels. Heute bestreiten wir mit unseren Verbündeten eine Operation von beispielloser Wichtigkeit. Zur Errichtung eines Landekopfs in der Normandie, um die ausufernde deutsche Aggression zurückzuschlagen, die Europa seit 4 Jahren terrorisiert.
Nur wir stehen zwischen der Welt und der Dunkelheit. Dies ist viel mehr als die Chance, sich zu Lebzeiten als Held zu erweisen. Wenn wir gewinnen, brennt sich unser Triumph in die Herzen und Köpfe einer dankbaren Welt für unzählige Generationen. Ich spreche von Ruhm, Männer. Wahrer Ruhm. Colonel Davis Rede war nicht übel. Diese Ansprache erinnerte mich an die von Coach Johnson vor dem Spiel gegen Austin an Thanksgiving. Du erinnerst dich bestimmt, dass wir das Spiel mit 42 Punkten verloren haben. Ständig über Pearsons Schulter schaut Lieutenant Turner. Er hält ihn an der kurzen Leine. Reißt Pearson sich los? Kriegen wir alle was ab. Seit ich ein Gewehr halten kann, wollte ich sein wie du, Paul. Es war nie leicht, dir zu folgen. Aber ich werde es verdammt nochmal versuchen. Jetzt oder nie. Hey, ach, könnte ich doch nur heim zu ihr. Warte doch mal auf Paris. Wirkt ziemlich weit weg. Und wichtig, der Strand ist nur Zwischenstopp. Sie müssen vorrücken. Halten Sie den Kopf unten und keine Gruppen. Denken Sie an Ihr Training, dann kommen Sie heil da durch. Das macht mich stolz, Ihr Anführer zu sein. Jederzeit, überall. Die Day, 6. Juni 1944, Strände Normandie, Frankreich. Haben Sie Angst, Private? Nein, Sir. Das sollten Sie. Wir können uns umsehen. Und willkommen zu meinem neuen Projekt. Hast du Feuer? Klar. Meine Güte. Wir spielen Call of Duty World War II. Ich bin Eimerwerfer. Und jetzt geht die Kacke los. Kontrollpunkt erreicht. Soll ich mich ducken? Ich kann mich nicht ducken. Doch, ich kann mich ducken, weil die falsche Taste. Sie haben den Lieutenant gehört. Vollgas! Eingraben! Die Soundkulisse ist aber ein bisschen schwach, finde ich. Muss man ehrlich sagen. Zum Stacheldraht soll ich? Scheiße! MG42! Und ich bleib hier einfach sitzen und lass die alle verrecken hier. Ach, da lag einer drauf. Rüber hier! Scheiße. Immer weiterlaufen! Da ist das Ziel! Oh, die brennen! Hier in Deckung gehen! Nehmen Sie eine Bengalo und gehen Sie zur Mauer! Wir müssen einen Weg zu den Burkhardt freiräumen! Ach du Scheiße! Hier wurden Sie ausgebildet! Nehmen Sie die Bengalo! Sie schaffen das! Ja, Sir! Sir, nein, Sir! Oh Gott! Strand des Todes. Zielaktualisierung, erreichen Sie die Ufermauer. Umschalten. Okay, wir reden mal hier zum Panzer. Oh. Aua, ich wurde getroffen! So, wo ist denn das Ziel?
Ich muss nach und nach nochmal meine Maus einstellen. Da ist das Ziel. 80 Meter. Ja, hier jetzt eingraben und schießen bringt wohl nix. Wir müssen laufen. Wir müssen die MG-Stellung ausschalten. Oh, hier ist Deckung. Oh, scheiße. 50 Meter noch. Und ich bin hier unter Beschuss. Kann ich da so schießen? Nur mal den Sound hören. Alter! Ihr spinnt wohl. Ihr weiß als erstes. Okay, los, laufen! Oh, fest. Oh. Ah, ich habe schon wieder einen Kratzer bekommen. Als ob das MG vorher nicht schon schlimm genug ist. Oh, was macht der denn da? Junge! Der ist... Oh, der arme Hund. Der arme Hund. Oh. Der ist vollkommen durcheinander. Wollen wir den... Ne, wir brauchen den nicht erlösen. Okay, 30 Meter! Ah, das hat wehgetan. Fast tot. So, sie sind verletzt in Deckung, ja. Kann ich keine medizinische Versorgung bekommen hier, Leute? Da ist schon der nächste Verwirrte, das ist ja vernehmend. Da ist eine Kiste. Ach, das sind mehrere, die so rumlaufen. Das sind Zombies. Ne, die Kiste bringt mir nichts. Wir gehen jetzt hier 15 Meter, kriechen wir erst dahin. Zehn Meter, meine Energie geht nicht hoch. Scheiße. Hab ich denn irgendwie Sachen, dass ich mich heilen kann? Wie es aussieht, nicht. Also ich glaube, wir sterben jetzt. Ja, ich bin fast tot, Junge! Daniels, nutze die Bangalore, ich gebe Deckung! Nach dem Durchbruch zu dem Bunker vorrücken! Fast geschafft! Ummarkieren und so was bringen, was? Eingraben! Und wir laufen einfach! Und die werden alle abgemetzelt. Aua. Nachladen! Das waren unsere ersten zwei Nazis, die wir abgeschossen haben! Keine Munition mehr! Ich brauche Munition, Kollegas! Ich ziehe Munition! Ich brauche deutsche Waffen, hier MP40. Sind hier nicht diese Treffer-Sounds wie Multiplayer? Geh mir nach vorrücken! Munition aufgenommen. Ich glaube MP40! Da, hier. MP40. Bin schon wieder fast tot. Ist hier Munition? Nee. Was haben wir denn hier? Ach, eine Russensäge oder was? Nee. Okay, Männer. Morgen, ich kenne den Weg. Achso. Cool, Verwandtskästen 6 drücken, um zum Heilen. Okay, das ist aber kompliziert. Ja, was, Junge? So, wir nehmen mal ein Pflaster. Aua! Achso, das... Alle Jahre wieder, metzel ich euch nieder! Und den haben wir auch, aber einer ist dann noch. Sieht aber komisch aus.
Ne, die Maus ist wieder zu unsensibel. Ah, jetzt habe ich Energie aufgesammelt. Erste Hilfe. Sind das unsere? Ja. Wenn die Leute sterben, sind es unsere. Okay, Verbandskasten beschafft. Karabiner. Offenes Visier. Wollen wir den mal nehmen? Wir nehmen den mal. Und gucken mal hier. Oh, Treffer. Nicht getroffen. Nicht getroffen. Ja, kein Schussfeld, würde ich mal behaupten. Ich glaube, die Kugel fällt zu doll, oder? Ja, das können wir vergessen. Wo ist unser MP hier? Okay, weiter, Leute! Potato Aim! Truppfähigkeit. Aua! Truppfähigkeit. Sie finden. Was? Wo mache ich das denn hier? Missionsziele erklimmen Sie. Ja, toll. Spiel fortsetzen. Schwierigkeit verringern. Wir spielen auf Soldat. Keine Ahnung, was ich jetzt drücken soll. Gucken hier nochmal wegen Munition. Messer. Erinnerung gefunden. Schade, ich dachte, damit kann ich jetzt werfen oder so. Da soll ich vielleicht doch einen Karabiner nehmen. Geh weiter, Männer! Mensch, haben wir noch gut geschafft hier! Rechts muss noch einer sein! Granate! Zum Befehl! Was? Granate! Noch keine Munition mehr! Ich brauche Munition, Leute! Was haben wir denn hier Schönes? Leichen. Alles voll. Ist der tot oder ist das ein Gefangener? Ja, nee, jetzt stirbt der arme Hund. Der hat bestimmt in der Heimat eine Freundin gehabt oder eine Frau. 5 Schuss! Granate! Keine erwischt. So ein Kack. So, jetzt haben wir hier nochmal Munition. Nachladen. So. Wieso kann man es nicht einsammeln hier? Sieht nur gut. Scheiße. Naja. Das dazu. Was hat der denn hier? Das ist der Sanitäter oder was? Das wird immer nur so kurz angezeigt. Was ich dann drücken soll. Scheiße, der hat mich getroffen! Da ist auch noch einer. MG. Spinn's wohl. Erster gesichert. Na los, alle raus. Bunker gesichert. Was? Ich
Wollen die mich verarschen? Das ist doch niemals die Schussrate eines MG42. Die spinnen doch. Das ist ein kaputtes MG42. So, haben wir da mehr Munition? Ja. So, was haben wir hier Schönes? Sind das böse? Nee. Ach du Scheiße. Was haben wir denn hier? Auch ein K98. Da müssen wir hin. Geht das immer, wenn wir in seiner Nähe sind, oder wie? Oder können wir es immer machen? Das weiß ich jetzt nicht. So, hier ist noch ein Sanitäter. Was? Die haben sich geprügelt? Oder was? Und mich nicht eingeladen? Alles wird gut, Junge. Geh doch mal rein. Mach mal das mal. Ja. Yeah. Auch Granate. Oh. Da ist noch einer. Oh, jetzt geh doch aus dem Weg, Junge! Den Pfeiler geschossen hier. Den Pfeiler habe ich gut getroffen, ja. Also für Multiplayer will ich auch mal reingucken, ne? Da muss ich nochmal gucken, wie ich das mit dem Maus mache. Weil auf der einen Seite darf es nicht zu sensibel sein, weil sonst kann ich das Ziel, sonst ist das Zielen zu schwer. Aber wenn es zu unsensibel ist, muss ich die Maus immer so schnell hin und her bewegen und tausendmal neu ansetzen oder so. Und es tut mir leid, dass ich jetzt die ersten 1-2 Folgen in 21:9 spiele. Ich wollte eigentlich in 16:9 spielen, aber irgendwie hat er das nicht übernommen. Scheiße! Ah! Hilfe, Männer! Scheiße, ich bin am Arsch. Das war Fail, Jungs. So darf man nicht vorgehen. Das habe ich so nicht in der Ausbildung gelernt. Null Schuss. Ist das ein Deutscher? Oh. Ihr macht das schon, Männer. Was ist das hier? Kuh. Ah. So, neue Munition. Ihr macht das schon, Jungs. Müssen wieder gucken wegen Erinnerung oder so. Aber ich habe mich schon wirklich an das 21:9 gewöhnt. Ich sehe an den Seiten halt mehr. Ne, hier ist oben und unten nichts weggeschnitten. Ich sehe an den Seiten wirklich ein bisschen mehr. Das ist ganz cool. Nur ist es halt blöd für die Videosequenzen. Denn habt ihr nämlich immer an den Seitenrand und oben und unten. Und wenn ihr Spiele habt, da ja nur oben und unten Rand. Daniel, hab einen Verbandkasten. Was? Deutsche! Vorrücken, Männer! Aua! Step in Aim, Alter! Noch einer! Ja, also eigentlich hatten die Deutschen ja schon geile Waffen, ne? Aber dass die normale Infanterie wirklich auch im Nahkampf mit einem K98 hantieren musste, ne? Ist voll für den Arsch. Na, während die Amis wenigstens ein halbautomatisches Gewehr hatten, mussten die Deutschen immer, wie war das, ein Repetierer, nennt man das oder was, ne?
Wenn du kein MP40 hattest oder später ein Sturmgewehr 44, dann im Nahkampf sahst du halt aus. Alles voller Leichen hier. Ich gehe rein! Lauf doch nicht weg! Ey, das war doch ein Headshot. Das war auch ein Headshot. Ja, deutscher Stahlhelm, ne? Jetzt rennt er weg. Oh, Flammenwerfer. Wo ist Verbandkasten? Aua. So, nehmen wir uns einen Flammenwerfer, ne? Ich verstehe es nicht mit Verbandskasten. Junge. Ich muss auch einfach nur F6 drücken, oder nicht? Hier, Leute! Jetzt gibt's Geröstetes! War's schon leer? Die wollen mich doch verarschen! Was? Die wollen mich doch verkackeiern, Rückzug! Und keine Munition mehr. Wo krieg ich jetzt wieder Munition für den Flammenwerfer her? Die halten ganz schön was aus, die Deutschen. Was? Hab hier einen Verbandkasten. Ach so, oder immer wenn es farbig ist, kann ich das benutzen oder was? Da habe ich nämlich nicht aufgepasst. Ich bin ja auch kein Call of Duty-Spieler, aber wahrscheinlich ist das jetzt ein neues System hier, was vorher nicht war oder so. Okay, hier haben wir nichts zum Einsammeln. Dann rücken wir weiter vor, oder was, Leute? Ich hab halt mal wieder richtig Bock auf so eine Kampagne. Oh, ist gar keiner mehr. Munition. So, jetzt haben wir wieder alles. Können wir MG42 mitnehmen? Jo. Können wir sogar anlegen, ist klar. 50 Schuss aber bloß. Und wenn wir jetzt hier nochmal... Ja, mehr als 50 Schuss geht nicht. Muss man da wieder hin. Das Ding macht ordentlich Schaden. Geht doch tot. Junge, Junge, Junge. Bunker gesichert 3 von 5. Ich hol mir noch mal ein bisschen Munition. Geht nicht. Dann nehmen wir hier eine MP. Und dann nochmal Munition. 150 Schuss. Insgesamt 182 Schuss. MP40. So, Männer, was ist los hier? 21 Meter. Ich hab da ein ganz mieses Gefühl. Was, die kommen in unsere Richtung? Von hinten oder von vorn? Beeilung! Am Mörser! Abi! Da war doch noch einer! Feindaktivität! Wer ist der Link? Aua! Eingraben! Verbandkasten ist hier! Hier! Sie brechen auf! Jetzt! Bewegung! Alle tote Hose? Verbandskasten beschafft. Achso, da steht er denn immer. Nee, weil ich gerade einen eingesammelt habe oder habe ich von den Kollegen eingekriegt.
Komm schon! Hast du denn keine Souvenire hier oder was? Sesam, öffne dich! Sprich Freund und tritt ein oder tritt aus in diesem Fall. Noch einer! Wir haben's geschafft! Oh, da oben ist einer, Männer! Flieg und sieg! Aua! Die wachsen nach da oben! So. Verrücken, da kommt schon wieder einer. Kann ich jetzt weit genug werfen? Granate geworfen. Die sitzt. Nee, zu weit. So. Nähern uns. Na los. Der hat den jetzt hier hingesetzt, oder nicht? Verstehe ich nicht. Wenn man es Kasten beschafft. Geh rein hier in die gute Stube. Schlägerei! Kacke! Alter, da musst du erstmal drauf kommen. Wieder F-Spammen! Meine Güte, den Helm, den Helm, den Helm! Kacke! Das ist voll scheiße. Jetzt ist die Maus wieder zu unsensibel. Das dauert ewig, bis ich diese Scheiße da runterziehe. Da muss ich die Maus dreimal neu ansetzen. Was? Leertaste. So, gibt's eine Schelle. Die Nahkampfausbildung der Amis war wohl für den Arsch, wie es aussieht. Kann nicht laufen. Oh, scheiße. Schaff mich weg von hier. Wir bringen dich hier raus. Halte durch. Bewegen um Verbündeten, ja. So, okay. Wo wollen wir hin hier? Ich kann doch nicht mal nach hinten gucken jetzt, oder was? Ich will mich wohl verarschen. Wir müssen zum Verbundeten-Nest. Kann mich nicht ducken! Linke Seite! Leer geschossen! Leer geschossen! Los rüber da! Oh, Rande! Wir müssen in Deckung! Komm schon! Leergeschossen! Ich kann kein First Aid nehmen. Doch, hab ich. Komm schon, Junge. Flammenwerfer, Johnny. Ich weiß gar nicht, wo ich jetzt hingehe hier. Das ist überhaupt richtig. Oh mein Gott! Er ist getroffen! Weiter! Niemand bleibt zurück! So. Achso, wir müssen ja gehen. Ich hab dich! Da geht's rein, glaube ich! Scheiße! Jawohl!
Sie wurden durch eine Granate getötet. Achten Sie auf die Granate. Ja, selber, du Arschloch. Ich hab dich! Scheiße! Nimm das! Hier kommen wir runter! Kontrollpunkt erreicht. Ist immer so lustig, dass die Deutschen immer so ein Tontaubenmäßig oder Moorhuhnmäßig sich abschießen lassen in den Videospielen. Ich verblute. Du musst es zudrücken. Zudrücken, Junge. Kommen Sie rauf, los, los. Okay, bleib bei mir. Sanitäter! Ich brauche Morphium. Da muss man noch aufpassen, wo man hinsticht oder nicht. Du musst durchhalten. Die Frauen in Paris warten nur auf dich. Wirklich? Klar tun sie das. Kann ich dein Mädchen noch mal sehen? Ist das dein Ernst? Schon gut. Ich sehe eh nichts. Ich leg mich einfach schlafen. Nein, nein, nein. Du musst wach bleiben. Hey. Daniels! Ich bin hier. Hilfe! Kann mir jemand einen Sanitäter holen? Ich mach das! Weg da! Wirkt Morphium eigentlich schnell? Er kümmert sich um ihn. Ich brauch sie bei mir, Daniels. Herhören! Da ist ein GPS-Geschütz bei der Farm die Straße rauf. Es feuert auf den Strand. Gehen wir! Wir kommen wieder zurück. Kontrollieren Sie die Munition und Granaten. Wir haben ihn gehört. So, Munition ist für den Arsch. Bewegung! Truppfähigkeiten N drücken, um Turner um Munition zu bitten. Ah. Wo ist ein Turner? Da. Ich brauche mehr Munition, Sir. Hier, Daniels. Danke. So, ich möchte aber jetzt doch mal ein anderes Gewehr hier nehmen. So, aber wie es weitergeht, schauen wir uns in der nächsten Folge an. Und ich würde mich freuen, wenn ihr dann dabei seid. Bis dann. Ciao.